Hab ich mir gedacht. Also ich habe mir schon gedacht, es ist nicht zum... noch nicht zum Turm geht. Was ist das jetzt? Okay, an diese Level hier kann ich mich gar nicht mehr so entsinnen. Denn da ist auch noch was. Da unten ist die Schokolade, die mich leider den Tod wirft. Oder tötet. Ist ganz lustig, dass Schokolade einen tötet. In dem Spiel, weil sie halt auch nicht ganz gesund ist. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch Kakao darstellen soll. Ach, man rutscht hier nicht mal weg. Und hier geht's nicht mal lang. The fuck? Okay, da will ich irgendwie hin. Aber wie ist die Frage? Achso. Oh, das ist nett. Okay, wenn man dann einen nicht ranspringen kann, kann man dann alle nicht ranspringen. Das ist eigentlich ganz logisch. Ein P-Switch. Kann man den noch woanders gebrauchen oder nur dort? Nur dort eigentlich. Das da, da ist die Yoshi-Coin. Da hole ich die Yoshi-Coin auch gleich mit. Zack. Rein da. Und da geht's rein. Lol. Sollen wir kurz austesten, was hier passiert? Okay. Ich hatte jetzt Angst, dass ich da einfach in den Tod falle. Aber es hat mal so gemacht. Komm, gib her. Nee, falsche Richtung. Auch falsche Richtung. Also ich würde jetzt gerne nichts überspringen. Ist das möglich? Ach ja. Bin ich hier? Ist es hier? Yep. So scheint ja so richtig zu sein. Hier ist bestimmt das Ziel. Vierzig, nice. Das ist doch mal gut gelaufen. Noch ein Level. Krass. Okay. Zack. Lass mal testen, ob hier irgendwo was drin ist. Ernsthaft. Okay, jetzt mal ernsthaft. Als ob der Yoshi diesen P-Switch einfach direkt aktiviert. So, diesmal nehme ich ihn mit. Ach, jetzt kann ich nicht rennen. Y direkt gedrückt halten, so jetzt. So, wo ist jetzt hier der Witz am Level? Geht's rein, okay. Und jetzt ist Piece of Track. Auch ein gutes Konzept. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich die Pilze nicht aus Versehen einsammle.
Stirbt man in dem Wasser? Sehr gut zu wissen. Nope, man kann schwimmen. Okay. Ja, ich will halt nicht so viel vom Level überspringen. Das ist halt mein Problem, wenn ich hier teilweise Wege gehe. Wo ich zu viel vom Level überspringe, dass man es am Ende fast überhaupt nicht sieht. What the fuck? Okay, mach mal so. Damit bin ich zufrieden. So, jetzt geht's gegen Wendy ran. In ihrer Castle. Aber ganz ernsthaft, jetzt von außen sieht das da wirklich aus wie eine Burg. Oh nein. Junge. Gut. What the fuck? Also, das habe ich vorher noch nicht sehen können. Dass da diese Zahnräder sind. Das hat sich erst danach geladen. Durch am besten. Okay. Ja gut. Man stirbt sofort, okay. Auch gut, dass sich die Blume noch schnell aktiviert hat, wenn ich die auch los bin. Gut, hier ist man sicher. Ach, komm schon. Nächster Versuch. Diesmal ein bisschen schneller und ich hab's auch geschafft. Nice. Ach, hier war doch auch irgend sowas wie ein Rätsel. Oder sowas. Liege ich da gerade richtig? Ich weiß es nicht. Ach, ich kann den Block überhaupt nicht aktivieren. Er soll es mir nur einfacher machen. Ach, ich schaff's echt nicht da hoch. Ich muss mich jetzt ernsthaft auf diesen blauen Block verlassen. Ich hab doch bestimmt einen Pilz raus, oder? Ja. Oh Mann. Ja gut, ich hätte rennen müssen. Ich hätte. Oder, nee, springen müssen hätte ich, nicht rennen. Okay, das geht nicht. So, nächster Versuch. Nein! Noch Mann! Nächster Versuch. Ach komm schon, was ist das denn? Zum Glück habe ich genug Leben. Der Witz ist, immer wenn man den Spielstand neu lädt, werden die Leben wieder auf 5 zurückgesetzt. Das ist richtig belastend. Komm. Lol. Ja! Das wäre schon mal geschafft. Fuck. Lol. Ich wäre fast dort stehen geblieben. Ich weiß nicht mal wieso. So, jetzt. Du musst runterkommen. Zurück.
Nein! Ich hab's versucht. Ja, und grüner. Gib mir die Feder. Gib mir die Feder. So, und jetzt muss ich gegen Wendy. Ach, das ist ja auch so wie der Kampf. Als ob sich die Kämpfe einfach wiederholen. Belastend. Was war das denn? Das sah ja richtig lustig aus. Die Hitbox ist echt nicht fair. Hä? Och Junge, das ist dumm. Nein! Och nee. Es hätte ja klappen können. Es hätte ja klappen können. So, vielleicht klappt es ja diesmal. Ich habe ihn sogar gewappnet für 2 Treffer. Da kann ich mit leben. Hauptsache, der sitzt jetzt und er sitzt. Nice. Der erste Bosskampf bleibt der schwierigste. Das ist jetzt sogar der längste Part bis jetzt und der geht 55 Minuten. Was? Also der längste. Die längste Rohaufnahme. Lol. Wendy or Koopa in Castle Six has sung her last song. Mario must meet the challenge that is now before him. There's a sunken ship that appears to be a gateway to the Valley of Bowser. Ja, da war ich zwar schon 2-mal. Aber okay. Sunken Ghost Ship. Okay, das Sunken Ghost Ship gehört zur 8. Welt, also war es das dann mit dem Part.